Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest ins Licht, glaube ich. Stimmt das? Ich muss es nochmal nachprüfen. Der Großgeneral. Aber es ist doch der Haupt... Achso, es nennt sich gar nicht mehr so. Ich dachte, es hieß noch ins Licht, der Großgeneral. Genau. Und jetzt sollen wir da hin und so. Und aber wir sollen in irgendein gleißendes Licht gehen. Aber vorher werden wir wahrscheinlich hier noch nette Freunde zu Gesicht bekommen. Die letzten waren ja auch schon nett. Da kommen ganz schnell welche. Oh, oh. Da kommen gerade ganz schnell welche. Okay, da unten sind welche. Kommen die... Wenn ich die mal so ein bisschen hier austrickse. Und hier was hinlege. So. Und die von hier oben platt mache, geht das nicht. Kann ich nicht? Nee? Komm. Kommst du da nicht ran? Schade. Was haben wir hier? Dietrich, das machen wir auch nochmal auf hier. Nein, der wird nichts. Der aber. Sehr gut. Das nehme ich noch mit. Ach, so eine trübe Giftscherbe. Warum nicht? Auch nochmal eben. Schade, dass das hier nicht klappt. Mädel, wenn du da jetzt aber runterläufst, dann haben wir den Salat. Ich werde jetzt mal wieder hier meine Primären nehmen. 35, 23, ich, naja. So. Ich weiß nicht, ob das klappt. Mädel, wenn du da so nicht aufpasst jetzt, dann... Boah, die sind aber auch böse. Aber es geht nur, wenn sie nicht zu uns gedreht sind. Und einer guckt ja doch immer. Das wäre die Gelegenheit. Das wäre die Gelegenheit. Der sieht mich. Warte, ich muss andere Waffen nehmen. Das wird sonst nichts. So, davon wieder welche erledigt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Diese Niskaro. Sie waren nicht von Beginn an dem Krieg beteiligt. Erst der Hexenritter Malvin hat sie gerufen. Okay. Und gegen den dürfen wir jetzt gleich kämpfen? Oder was möchtest du mir damit sagen? Der ist ja schon tot. Okay, gut. Haben wir das auch geschafft? Was ist hier oben? Aha, da ist noch irgendwas. Eine Truhe. Und ein Medaillon. Okay, gut, gut, gut. Geht's jetzt nach unten? Geht's jetzt nach oben? Kommen wir hierher? Seid vorsichtig. Ja. Das gleißende Licht wartet. Ich will wissen, wo wir lang sollen. Ich habe mich jetzt schon wieder... vertüdelt hier. Und da kommen wir doch durch. Da ist das Tor. Dann müssen wir also hier lang. Sah nur so aus, als wären wir hier schon gewesen, weil der Weg so gezeichnet ist. Aber okay. Was ist hier unten? Hier sind Leichen von irgendwelchen Tieren. Da links waren neue Gegner. Alles klar. Da kommen sie. Ich werde hier auch gleich nochmal speichern. Weil das bestimmt nicht schön wird jetzt. Warte, vorher nehme ich mal so einen Trank. Speichern. In Urultusk.
einem bösen Ort, wie es scheint. So, kannst du wieder schleichen? Ich versuch's einfach immer. Ich weiß natürlich, dass es meistens nicht klappt, aber man kann es ja mal versuchen. Da sind nämlich... Ja. Irgendwie piekse ich ihr ganz schön in den Hintern. Der armen Ratte. Okay, aber Gott sei Dank sind es nur Ratten. Auf was anderes habe ich auch irgendwie gar keinen Bock mehr. Ich lasse die mal ausgerüstet. Die Azur-Klingen. Da vorne kommen nämlich noch mehr Gegner. Geh mal in dein Schleichding. Die bemerken einen aber ganz schön schnell, die Ratten. Die bemerken mich jetzt schon. So, wieder mal wechseln. Das geht ja hier die ganze Zeit lustig. So. So, ich mit meinem So. Wieder ein bisschen Gold geplündert und weiter geht's. Richtung Norden. Ich lasse mal die Nische eben aus. Weiter. Weiter. Was haben wir hier? Nichts. Wieder eine Truhe. Mittel. Sind da Tränke vielleicht drin? Ich muss es ja mal ausprobiert haben. Oh, direkt beim ersten Versuch. Das war Glück. Oh, das sieht gut aus. Und natürlich kriege ich die Sachen nicht, die ich haben will. Das macht aber nichts. Ich habe ein paar Sachen noch im Plunder. Die mache ich mal weg. So. Dann habe ich die auch genommen. Muss ich nur mal schauen, ob die vielleicht sogar besser sind oder nicht besser sind. Untersuche Geheimtür. Diese Tür wird durch einen Hebel in der Nähe geöffnet. Den zum Beispiel. Und da sind wieder Gegner. Die kann ich aber platt machen von hier. Und sie kommen. Hätte ich mal diesmal meine Fallen gebaut. Es war klar, dass er hinter mir steht, aber ich wollte es trotzdem so lange machen, wie es eben geht. Oh, die kann ich als nächstes hier nehmen. Hier, die sind sogar, glaube ich, besser als die anderen. Aber jetzt erstmal hier weiter. Lenk ihn doch mal ab. Lenk ihn doch mal bitte ab. Alles muss man alleine machen. Nee, mit dir will ich doch gar nicht reden. Ich wollte mein Gold haben, weil ich muss ja auch die ganzen Viecher töten. Weil du stehst ja nur irgendwie quasi fast daneben und ich darf den Drecksscheiß hier machen. Wie immer. Kriege ich hier wenigstens was Schönes noch? Was ist das hier für eine tolle Ecke? Nix. Und die Tiere, die leben hier auch einfach immer so... Irgendwie. Wir sind jetzt ganz nah. Ich habe gehört, der Speer würde von einem Niskaro-Krieger namens Azaghal bewacht. Wir werden bald wissen, ob das noch immer so ist. Mhm. Oh, das sieht wirklich... sehr, sehr spannend. Ups, bin ich gegen meine Teetasse hier gekommen. Spannend aus. Und da ich jetzt doch vor einer Weile gespeichert habe, mache ich es lieber jetzt nochmal. Hoffentlich reichen die Tränke, falls irgendwas passiert. Jetzt Schlimmes. Boah, Wahnsinn. Was für eine Halle.
Ich kann den Speer sehen. Die Niskaro werden mit Sicherheit angreifen. Ihr müsst sie aufhalten. Okay. Wie wär's damit? Nimm mal Watt und das auch. Ach, es geht so schnell. Alles hat geholfen. Nee. Moment. Meine Waffen sind beschädigt. Ja. Moment, ich muss die erstmal reparieren gegen die laute Musik gegenan. Gegenstände. Haben wir nicht sowas noch? Reparaturkit. Das brauche ich jetzt. Für die. Und für das. Und weg war's. Okay. Wow, okay. Hilfe! Hm.
Geil! Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich habe so viele Jahre versucht, diese Waffe in meinen Besitz zu bringen, ohne je wirklich daran geglaubt zu haben. Ich war nicht dazu bestimmt, sie zu führen. Bis ihr kamt. Ihr habt den Schleier des Schicksals gelüftet und mir gezeigt, was alles möglich ist. Es bringt mich beinahe dazu, an eine zweite Chance zu glauben. Boah, krass, ich hab's geschafft. Mein Herz. Oh, ich schwitze mir echt auch gerade voll einen ab. Nicht nur, weil es draußen warm ist. Boah, das ist das gleißende Licht. Ja, aber es ist noch so viel mehr. Diese Waffe wird die Belagerung von Melsentia beenden. Sie wird Barlo den Tod bringen. Sie wird meine Chance auf Wiedergutmachung sein. Und ich hätte sie niemals in die Hände bekommen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Das wart ihr, nicht ich. Dann sollte ich mir den Speer holen. Das sind freundliche Worte, doch sie sind nicht wahr. Mein Tag wird kommen, wenn Balor tot zu meinen Füßen liegt. Es wäre mir eine Ehre, euch auch in diesem Moment an meiner Seite zu wissen. Trefft mich in Rathi, der Stadt im Osten. Gemeinsam werden wir die Belagerung von Melsentia durchbrechen und die Flut der Tuatha zurückdrängen. Alles klar, was jetzt? Um nach Melsentia zu kommen, müssen wir von Rathi aus ein Schiff nehmen. Und das heißt, dass wir Eon Karth, den Herrscher der Stadt, überzeugen müssen. Okay. Weil ich versagt habe, musste Melsentia Jahre der Belagerung ertragen. Selbst wenn ich den Hexenritter Maivyn töte und die Stadt rette, so bin ich doch immer noch für ihr Leid verantwortlich. Alles klar. Nun, wo die Schutzzauber gefallen sind, müssten wir auf diesem Weg hinauskommen. Erstmal will ich wissen, was ich hier Geiles mir noch geholt habe. Wahrscheinlich ist mein Inventar recht schnell voll, aber man darf ja mal wenigstens gucken dürfen. Ja, nun plünder das doch mal hier. Sonnenwende klingt auch gut. Ruhmesklingen. Ist das was Tolles oder habe ich jetzt so eine mächtige, tolle Bestwaffe gefunden? Paladinsrüstung, war ja klar. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Zwischendurch hier, ich mitten im Kampf muss erstmal ein Reparaturkit rausholen und meine Feindklingen mal wieder aufzwirbeln. Naja, gut, okay. Was haben wir denn jetzt Schönes bekommen? Genau, ich glaube, die sind wohl Schaden 41. Die haben 14 Schaden, die haben 15 Schaden und ein bisschen Mana auch noch mit drin. Die anderen haben... Da ich die Dolche jetzt nicht aktiv immer zum Kämpfen nehme, nehme ich mal die, obwohl sie einen 30er Schaden im Allgemeinen haben und die haben 41. Wahrscheinlich einfach, weil da auch noch Eisschaden mit drin ist. Kann ich mich schwer entscheiden, aber ich packe die dann mal weg. Irgendwie muss ich ja mich entscheiden können. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier 17. Denn wir können ja auch Chakrams nehmen. Ich mache meine Fertigkeitspunkte auch immer ein bisschen auf die Chakrams und nicht nur auf Feinklingen. So dass ich immer wechseln kann. 19 Körperschaden, 18 Körperschaden, dann sind die auf jeden Fall schon mal weniger gut. Dann haben wir hier wieder 18 Schaden, dann sind die wieder mal weniger gut. Und 101. Ach, guckt euch das mal an hier, die nehmen wir doch mal. Die sehen doch schnieke aus. So, das Zepter, das kann auch weg. Dann haben wir schon wieder ein bisschen was im Plunder und können auch was aufsammeln. Wie zum Beispiel die Paladin-Rüstung, die schaue ich mir dann gleich nochmal an. Haben die hier noch was liegen lassen? Er hier zum Beispiel. Ja, Gold zum Beispiel ist auch nicht schlecht. Und beim Zepter, da kann man... Sie ist da ja so raufgesprungen, aber wir können da gar nicht hin, ne? Das ist weg. Das ist schon irre geil. Also ich finde sowas total cool. Ach, hier ist noch was. Ah, er hätte noch Gold. Okay, muss ich jetzt... Wo sollen wir jetzt hin? Kann ich hier direkt reisen oder... Wie ist das jetzt? Wo sollen wir denn hin? Weil ich habe ja auch keine Quest ausgedingst. Wir brauchen die Erlaubnis von Aelon Karth, dem Sprecher des Rates von Rathi, um mit unseren Truppen nach Melsentia überzusetzen. Die Lehrer hat mich gebeten, Aelon Karth ausfindig zu machen und zu überzeugen. Dann ist doch ein Quest ausgesucht. Ach so. Ja, gut. Boah, ich hab's geschafft. Geil. Hier drinnen kann man meistens nicht sich rausbeamen. Deswegen muss ich den Weg laufen. Irre cool. Ach, hier ist direkt ein Weg jetzt raus. Das ist ja toll. Oh, ist das toll. Jetzt bin ich stolz auf mich. Glaubt's mir. Das ist doch geil. Und es sind Hauptquests. Also, das muss man machen. Hier sind ganz viele Gegner. Was denn für Gegner?
was für Gegner, weil so gut drauf sind wir nicht. Aber die kann ich doch bestimmt von hier unten. Ach, Spinnen. Die mache ich von hier unten fertig. Von hier unten, die Drecksviecher. Blöden, doofen Spinnen. Na komm. Zieh dein Birken. Ich kann immer nicht. Jetzt kann sie wieder. Ein bisschen länger halten. Dafür ist die Zeit da. Ich bin ja übrigens persönlich, ich bin ja Linkshänderin. Das heißt, ich halte meinen Bogen in Wirklichkeit andersrum. Und ich ziehe mit links. Das heißt, würde sie es falsch machen. Deswegen, sie ist nicht ich. Sie heißt nur so. So, die anderen mache ich jetzt so fertig. Können wir unsere neuen Chakrams mal ausprobieren. So. Unsere neuen Chakis. Was liegt hier? Plündern, Boggart, bbbö. Was ist mit ihm? Funkelnd. Funkelnd. Was ist das? Ein Eichenlangbogen. Okay. Und hier in der Ecke? Oh, Skelette. Das nehme ich auch mal alles. Aha. Mein Dings ist voll. Ich will aber auch gar keinen Schädel mit mir rumtragen. Jedenfalls hoffe ich, dass ich ihn nehme. Und jetzt können wir ja auch die Karte wieder benutzen. Weil wir ja draußen in den freien Landen sind. Wo sollen wir denn hin? Oh, hier ganz weit weg. Dann gehen wir mal hier hin. Und eigentlich ist der Part jetzt auch leider schon wieder um. Es geht doch so schnell. Ein bisschen laufe ich noch. Und überziehe ein bisschen. Aber wir werden da hinten, habt ihr ja gerade gesehen auf der Karte. Ihr könnt ja auch nur das sehen, was ich sehe. Da kommen sie von da hinten. Was kommt da hinten? Ja, das war's dann auch mit ihnen schon wieder. Oh, hier findet man so viele tolle Sachen und ich kann nichts nehmen. Das ist immer das Blöde. Oh, das ist das Blöde. Also, oh, jetzt habe ich das Weichkrabbelpulver genommen. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich haben. Und das Scepter wollte ich eh nicht. Sehr schön. Sehr schön. So noch ein bisschen weiter geradeaus hier. Können wir hier um die Ecke? Nee, können wir gar nicht. Genau, hier wollten wir hier... Wo wollen wir denn rum? Können wir hier irgendwo rein? Rum? Hin? Können wir hier lang? Es wird mir aber angezeigt. Hi? Wo geht's hier hin? Schade, dass sie auch nicht so eine... was ist denn hier? Durchsuchen. Eine Eisscherbe. Okay. Da ist der Weg. Ich sehe schon. Hier müssen wir lang. Hier hoch. Den Gipfel hoch. Ah, ist auch unterdacht. Sehr schön. So soll es sein. Galafor, hier war ich hier überhaupt schon mal. Also zumindest haben wir hier noch keinen Ort für eine Schnellreise. Das sieht aber nach einer neuen Gegend aus, nach einem neuen Dorf. Das ist nicht schlecht, dann kann ich weiter gucken. Hier, die machen bestimmt gleich wieder ein Geräusch hier, die. Ne? Kein Geräusch. Na gut. Ja? Ja. Tirins Rast. Denn wir, meine Kinder, sind wahrhaftig mit Lyrias Liebe gesegnet. Schon wieder so eine? Die Göttin des Schicksals. Sie, die die Karten in der Hand hält, die unsere sterblichen Leben bestimmen. Jene, die sie liebt, blühen und gedeihen. Die Starken und Stolzen jedoch werden durch ihren Zorn gestürzt. Gehet in Frieden mit Lyrias Führung und Segen, meine Kinder. Okay, alles klar. Mit diesen netten, lieben Worten und nach unserem erfolgreichen Sieg verabschiede ich mich und schaue mich hier mal ein bisschen um. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Bis dann!